Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Cleaner S9 Series an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Sidmod, den gibt es in dem PC/Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht an sich keine weiteren Zusatzmods, um mit dem guten Stück spielen zu können. Wenn ihr auf dem PC allerdings die Interactive Control Funktion nutzen wollt, braucht ihr, wer jetzt gedacht, Interactive Control. Gibt aber auch Maus-Control. Für die Leute auf dem PC und für die Consoleros logischerweise dann ja auch. Braucht ihr es dann nicht unbedingt, aber ansonsten, ja. Ja, wie immer, unter Mods und DLCs findet ihr das ganze Cleaner S9 Series. Im Pack enthalten sind drei Dinge. Einmal der Cleaner S9 und dann zwei Cleaner Schneidwerke. Einmal das Dynaflex 2955 und das 9250. Beides 40 Fuß lang, also sprich beides am Ende des Tages 12 Meter bei 10 km/h. Kann, wie ihr hier dementsprechend seht, auch exakt das gleiche. Gibt minimale Unterschiede in der Optik, aber ansonsten, ja. Habt ihr halt dementsprechend mit dabei. Schauen wir uns das große Ding hier an. Ich wusste gar nicht, dass es diese Art von Marke gibt, bin ich ehrlich. Aber gibt es scheinbar. Scheinbar im Amiland größtenteils noch vertreten. Auf jeden Fall Cleaner S9 Series. Wir haben standardgemäß 322 PS Leistung. Stufenloses Getriebe, 871 Liter Diesel, 93 Liter, so rum, AdBlue. 30 km/h Max-Speed auf der Straße, 13.743 Liter Korntank. Sieht man dann, Ami. 18,1 Tonnen Gewicht für 304.000 glatten der Anschaffung, 15.504 im Leasing. Ansonsten eine ganze Menge Config-Blöcke. Mit einer ganzen Menge meine ich eine ganze Menge. Wir haben Motorausführung, Reifenhersteller, Reifenvariante, Herstellungsjahr, Leiter, Flaggen, Zahlen, Bildschirme, CB-Radio, Real GPS. Braucht er dann einen zusätzlichen Mod, versteht sich. Hintere Anhängervorrichtung, Animationen. Also insgesamt 12 Config-Blöcke. Kennzeichen in dem Fall gibt es aber nicht. Motorausführung S92 oder S97 sowie S98. Heißt dann 322, 375 oder halt maximal 430 PS Leistung. Ihr seht, die Zahlen ändern sich dementsprechend, wenn ihr die Motorausführung ändert. Reifenhersteller standardgemäß Trelleborg. Dann gibt es noch Michelin, Continental, Midas und Fredestein mit dazu. Bei Trelleborg haben wir standardgemäß Zwillingsbereifung vorne mit drauf. Das Ganze gibt es noch in einer zweiten Variante. Dann gibt es Standardbereifung, Breitreifen im Bandlaufwerk in einer Version 1 und in einer Version /Variante 2. Bei Michelin das gleiche Spiel in grün, bei Continental das gleiche Spiel in grün, bei Midas ebenso das gleiche Spiel in grün, bei Fredestein das gleiche Spiel in grün und dann war es das auch schon wieder. Herstellungsjahr vor 2023 oder nach 2023. Vor 2023 sah es so aus, nach 2023 sah es so aus. Könnt ihr euch also entscheiden, welche Deagles euch mehr gefallen oder weniger. Leiter, entweder eine drehbare Leiter oder eine Hubleiter. Soweit so klar. Flaggen für ein bisschen mehr Patriotismus, selbstverständlich. Entweder keine, dann US und A, dann Kanada, dann Australien. Zahlen, falls ihr mehr davon haben wollt, von gar nichts bis 10 ist alles möglich. Bildschirme ist dann hier im Innenbereich. Nein, Tablet, zusätzlicher Bildschirm, Bildschirm und Tablet. Soweit so klar. CB, Radio, Digo, ja oder nein. Real GPS, braucht ihr dementsprechend Real GPS auch, ja oder nein. Hintere Anhängervorrichtung, falls ihr einen Schneidwerkswagen mit hinten dranhauen wollt, ja oder nein. Und Animation entweder über Interactive Control oder über Maussteuerung. Wundert euch nicht, bei der Maussteuerung geht dann automatisch die Dings nach unten. Ne? Soweit, so klar, so schick, so schön. Wie gesagt, in den Schneidwerken gibt es nichts zu sagen, kann man auch nichts einstellen. Das 9255 kostet 70,5 km und das andere kostet nur 44,9 km. Was da jetzt genau die Unterschiede sind, ihr werdet es wissen, ich nicht. Schauen wir uns das gute Stück in dem Fall an. Machen wir das hier runter. So sieht es nämlich aus. Jetzt in dem Fall also mit meinen Vorlieben konfiguriert. Mit dazu, wir haben die Hubleiter. Die ist jetzt hier natürlich unten. Ist klar, ihr seht schon, die Interactive Control Punkte sind hier sehr schön in Orange gehalten. Kommen wir dann aber dementsprechend auch gleich nochmal mit dazu. Dürfte ich mal bitte hier... Danke. Wieder hier nach unten. Dann haben wir einmal hier Cleaner als Deagle mit dabei stehen. Fahrtleuchten, Arbeitsleuchten, Anschluss fürs Schneidwerk. Wer hätte es gedacht? Blinker einmal hier oben mit dran. Entladerohr. So ein bisschen angewinkelt, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Schöne Sache. Ich habe jetzt Bandlaufwerk Variante 2 mitgenommen. Wie gesagt, hinten die Reifen bleiben sowieso immer gleich. Das ist jetzt die Deagle Variante nach 2023. Also in diesem Silber-Orange gehalten. Sieht soweit auch alles toppy aus. Oben dran haben wir Spiegel noch mit dazu. Ihr seht, Kollision ist auch überall mit dabei. Also wir glitschen hier dementsprechend nirgends wodurch. Alles easy. Rundum Leuchte links, rechts standardgemäß dabei. USA-Flaggen hier mit dran. Wie gesagt, muss bei euch nicht sein, je nach Config, ist klar. Hinten noch eine Rundumleuchte. Hinten haben wir dann natürlich auch noch
Abgasrohr hier aus Auspuff, in dem Falle Arbeitsscheinwerfer nach hinten. Haben wir dann noch Bremslichter, Blinker mit dazu, die 2. Ne, also wenn ihr die Zahlen mit dran baut, ist klar. Strohhäcksler / Strohauswurf, Anhänger, Kupplung hinten, sofern mit konfiguriert. Mit dabei und hier noch so ein riesiges Belüftungsdingsbums da. Ne? Klar. Soweit so klar, so schick, so schön von außen. Wenn wir uns das Ganze im Innenbereich angucken, unterscheidet sich es natürlich auch, je nachdem wie ihr es konfiguriert, ist klar. Ich habe jetzt hier Tablet, Bildschirm, Real GPS und Co. alles mit drin. Also mit rein konfiguriert, Real GPS an sich habe ich jetzt aber nicht. Wir haben hier oben Monitor, da bleibt schwarz, das dürfte das Real GPS dann sein. Wir haben hier Monitor, wir haben oder Tablet extra, was wir dann hier noch mit dazu haben. Hier noch einen zusätzlichen Monitor. CB-Radio haben wir mit dazu. Ansonsten hier Joystick und alles mit dran. Alles schick, schön. Schöner Blick hinten in den Korntank mit rein. Ansonsten so in beige-schwarz gehalten. Hier noch Lichtsteuerungseinheiten. Spiegel links, rechts, wie gesagt, alles easy, alles cool. Und hier nochmal in der Mitte Lenkrad mit Cleaner drauf. Sieht soweit texturtechnisch gesehen alles tippitoppi aus, gibt es eigentlich gar nichts zu meckern. Wenn wir kurz noch die Schneidwerke anschauen, wie gesagt, auch hier als Cleaner gebrandet in dem Falle mit dazu. Und dann haben wir hier das Ganze ebenfalls nochmal 9250 Dynaflex. Steht dann hier bei denen nicht mehr dazu. Kann sein, dass das ein neueres ist und das ein älteres, weil wie gesagt, es unterscheidet sich so gut wie gar nicht. Wir haben jetzt hier vorne diese roten Teile hier noch mit dran, die wir jetzt hier nur einfarbig haben, beziehungsweise nicht in der Größe. Aber ansonsten, ja, hier noch Blinker mit integriert. Ne? Hier dann eingeklappt, standardgemäß. Ne? Kann neu, kann alt sein, deswegen vielleicht auch der übelst harte Preisunterschied. Ja, das erstmal dazu. Hören wir uns erstmal den Sound an. Beim normalen Fahren, beim Arbeiten haben wir ja gleich noch. Ja, also, erstmal neuer Sound, kein Standard-Sound soweit. Das Ding ist laut wie Bolle. Also wirklich Halleluja. Deswegen bin ich jetzt auch schon hier relativ weit weg, weil keine Ahnung, wie man das sonst mit meiner Stimme hört. Das Ding ist echt laut, aber der Sound ist geil. Aber ihr wisst ja, Sound ist auch immer Geschmackssache für jeden Einzelnen, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Kommen wir erstmal zu den generellen Funktionen inklusive IC und Co., bevor wir uns aufs Fältchen machen. Wir sehen eine Hand am Lenkrad, die andere am Joystick, ist soweit animiert. Mit dem Beinchen wird hier nichts getan. Ansonsten Animation im Innenbereich selber. Gehen wir mal ein bisschen näher ran hier. Da hatte ich gerade einen Befehl, danke. Da sehen wir, da sind eine Menge Animationen per se hier an den Dingern mit dabei. Wie gesagt, das hier oben ist in dem Falle momentan nicht zur Verfügung. Ansonsten könnte man alles ablesen, wenn man es ablesen wollen würde. Spiegel links, rechts funktionieren soweit auch alles. Also alles soweit schick, schön. Wenn wir uns das Ganze einmal kurz an der Nacht anschauen, haben wir das CB-Gerät, was Licht abstrahlt, die Klimasteuerung oben inklusive Radio, die Bildschirme sowieso. Alles soweit schick schön, alles soweit auch sehr angenehm und dezent beleuchtet. Wenn ich separat noch Licht anschalte, passiert dann jetzt hier per se in der Richtung ohne mehr so viel. Hier drüben allerdings schon, weil das seht ihr ja, die Lichtsteuerung hier. Ne, das ist dann alles nochmal separat mit dabei, genauso wie die Rundumleuchten. Genauso, wenn ich hier Warnblinker einschalte, etc., etc., ist das natürlich auch hier vorne alles in dem Falle mit animiert. So, wie man sich das Ganze eben wünscht. Schauen wir uns das Ganze im Außenbereich an. Tagverlichtung und QRG gibt es in dem Falle nicht. Blinker sind, ich mache mal kurz das Ding hier aus, weil es ist sonst zu laut. Blinker haben wir dann, wie gesagt, hier oben einmal mit dran. Die sind dann zu beiden Seiten, also vorne und hinten. Genauso haben wir hier hinten ebenfalls nochmal Blinker. Sieht ganz fancy aus. Die Rundumleuchten funktionieren soweit auch alles ohne Probleme. Und ansonsten normales Fahrtlicht, vorderes Arbeitssicht und hinteres Arbeitssicht. Numpad 5 für vorne, Numpad 6 in dem... Ah ne, ich bin blöd. Numpad 5 für hinten. Entschuldigung, ist hier umgekehrt. Und Numpad 6 für vorne. Ne? Also hier ein bisschen umgekehrt in dem Falle. Ansonsten alles soweit easy peasy. So, dann gehen wir einmal wieder kurz in den Tag rein. Spulen mal kurz hier die Regengeräusche weg, wie immer. Sehr schön. Und dann haben wir natürlich hier mit Interactive Control eine ganze Menge Spielerei. Und wenn ich mit einer ganzen Menge meine ich eine ganze Menge. Also,
Ihr seht, wir können hier links und rechts diese Sonnenrollos runter machen. Das ist auf jeden Fall ganz cool, dass man das schon mal machen kann. Ich kann Radio ein- und ausschalten, inklusive Radiosender wechseln. Auch eine coole Sache. Ich kann selbstverständlich einmal hier die Tür öffnen und wieder schließen. Ich kann hier einmal den machen. Und dann kann ich aber auch einmal hier noch die Armlehne hoch und runter machen. Auch kein Problem. Dann kann ich hier Lenkrad einmal komplett vor bzw. zurück. Ich kann hier den Motor starten oder dementsprechend wieder ausmachen. Dann gehen wir mal noch ein bisschen näher nochmal hier ran. Dann seht ihr, habe ich hier die sämtlichen Funktionen für Blinker links, rechts, Tempomat, Warnblinker und KKG. Kann hier noch entscheiden, Rohr rein, Rohr raus, Schneidwerk hoch, Schneidwerk runter. Ich kann hier den Bildschirm ein bisschen mit zur Seite nehmen, ne, dass er mir da nicht mehr im Weg rumsteht, wenn ich das denn unbedingt möchte. Also auch da alles in dem Falle mit kein Problem. Ich kann hier vorne einmal das Sonnenrollo hoch bzw. runter machen. Auch da absolut keine Problematik. Kann hier die Lichtsteuerung einmal durchschalten. Kann hier dementsprechend einmal die Leiter hoch und runter machen. Auch das steuerungstechnisch gesehen alles kein Problem. Kann hier auch nochmal einen Warnblinker anmachen, wenn ich das unbedingt wollte. Und kann hier dementsprechend sogar den Scheibenwischer separat aktivieren und deaktivieren. Wo kann man das schon? Was mir aber aufgefallen ist, hört mal genauer hin. Ich mache jetzt mal nochmal den Scheibenwischer an. Und jetzt wieder aus. Es wird dann lauter im Innenbereich, warum auch immer. Aber das ist so. Ist aber nur eine Kleinigkeit. Aber ist schon mal cool, dass man es auf jeden Fall kann. Ansonsten 32 km/h Max-Speed auf der Straße, 30 angegeben, 2 werden uns geschenkt. Alles easy peasy. Switchen wir dann also gleich mal hier direkt zur Arbeit. Ihr seht, ich habe jetzt hier das teurere Schneidwerk mit dran. Ansonsten ist alles wie immer. Einmal X drücken, dann klappt ihr den ganzen Hasen auf. Zap, zap. Dann einmal B. Und let's go. Laut wie Sau, Dio. Bitte. Bereich natürlich ein bisschen besser zu ertragen, aber immer noch laut, muss man wirklich dazu sagen. Aber ihr seht, funktioniert alles so, wie es sein soll. Aber es ist halt echt laut, also Halleluja. Wir haben noch die Möglichkeit an sich auch über die Maussteuerung hier ein bisschen was zu tätigen. Jetzt nicht nur hier vorne Haspel hoch, Haspel runter, ne? Das ist ja Klassiko, sondern wir können hier hinten zum Beispiel das Ganze noch öffnen und schließen. Na, also auch das in dem Falle hier kein Problem. Auch da sämtliche Spielerei in dem Falle noch mit dabei. Genauso kann ich hier noch separat die Fahrertür öffnen und schließen. Kann ich aber ja dementsprechend auch über Interactive Control. Ja, so oder so, wer auf USA-Karten unterwegs ist und den Cleaner haben will, der macht ja definitiv nichts verkehrt. Wenn wir uns mal den Lok anschauen, sehen wir auch, das Ding ist soweit erstmal alles ohne Probleme sauber. Wir reden hier ungefähr von 66 MB. Kann man durchaus gut noch alles machen. Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein deutsches Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüss, Kowski. Tschüss.